Oh, doppelt hält besser. Jetzt haben wir schon 20 Menüs servieren. Mal gucken. Wir sollen... Oh. Ist das ein Cheeseburger mit Speck? Oh, Leute. Und ein Hotdog. Ist da Senf noch oben drauf? Oh, Leute. Ich krieg Hunger. Unser fortlaufender Erfolg hat mich dazu geführt, hier bei dieser Flugschau ein Gelände zu erwerben. Zugang zu großen Menschenmengen gehört zu meinem Geschäftsplan. Menschen strömen scharenweise hierher, um zuzusehen. Eieiei, da fliegt mir gerade ein Flugzeug durchs Bild. Wie Maschinen sehr schlecht als recht, wie Maschinen mehr schlecht als recht Auftrieb erzeugen, das ist mir ein Rätsel, aber auch eine Gelegenheit, die wir nicht verpassen dürfen. Heute bieten wir nicht nur ein, sondern zwei brandneue Gerichte an. Den Doppel-Bacon-Burger und den einfachen Hotdog. Der Doppel-Bacon-Burger erfordert doppelt so viel Käse und Patties wie unsere vorherigen käsebasierten Hamburger-Heldentaten. Also konfiguriere den Bestellungsleser entsprechend. Nun, da ich ein Passagierflugzeug mit meinem Propellerflugzeug gebucht habe... Mensch, was rede ich denn da? Nun, da ich einen Passagierflug mit meinem Propellerflugzeug gebucht habe, muss ich los. Mein Spontanitätsschaltkreis läuft heute optimal. Ja, Mensch. War dir das nicht klar, dass du früher ein Spiel spielen willst, welches Essen herstellt? Nein. Ich bin so naiv. Ich hab ja hier mein Frühstück. Da. So, ich gehe mal eben hier auf die Rezepte. Wir wissen es zwar schon, wir brauchen zweimal Käse, zweimal Patty und einmal Selma. Nein. Einmal Bacon. Und wir brauchen den rohen Hotdog, also quasi den Cold Dog, den wir zum Hotdog machen. Und ein Hotdog-Brötchen. Gut, das ist ein völlig getrennter. Ich wollte gerade sagen Schaltkreis. Völlig getrennter Nahrungsmittelkreis. Mit dem können wir eigentlich mal anfangen. Der sieht recht einfach aus. Die Frage ist hier beim Grillen. Wobei wir brauchen den Grill. Also ich glaube, wir kommen mit einem Grill nicht aus. Gut, da hinten in die Ecke kommt schon mal unser Bestellungsleser. Den brauchen wir. Wir brauchen wahrscheinlich auf jeden Fall zwei. Einer für die Hotdogs und einer für die... Dingensich. Für die Doppel-Bacon-Burger. Was ja eigentlich gar nicht stimmt, das ist kein Doppel-Bacon-Burger, das ist ein Bacon-Doppel-Cheeseburger. Da ist ja nicht Doppel-Bacon drauf. Wer ist denn bei uns fürs Marketing zuständig? Gleich feuern. So, du wirfst gerne Hotdog-Brötchen raus. Und du wirfst bitte rohe Hotdogs raus. Das klingt irgendwie falsch. Ich finde auch, das Bild sieht falsch aus, aber gut. Dann. Also ich baue gerade einfach mal so drauf los. Ich weiß nicht, ob das... Ob das so funktioniert. Wir werden sehen. Achso, ich brauche auch noch den Zusammensetzer. Ich bin ja auch doof. Ne, dann passt das, glaube ich, so. Du meinst das hier? Ich glaube nicht. Also im Tutorial wurde das auch so gezeigt, aber wir können es eigentlich mal kurz probieren. Oh. Tatsächlich, ich kann es weglassen. Ja gut. Aber bisher haben wir ja noch keine Platzprobleme, also so gesehen. Tschüss.
Zutatenfilter. Geld gespart, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, die Fließbänder brauchen auch ein bisschen Strom. Da brauchen wir aber auf jeden Fall eins. Nee, da brauchen wir auch keins. Pass mal auf. Otterarm Simpel. Der legt's nach rechts. Der legt's geradeaus. Dann machen wir hier den Zusammensetzer hin. Der soll's nach rechts liefern. Und zwar soll der Hotdogs herstellen. Ich finde die Musik toll. So, da haben wir hier schon unsere Hotdog-Maschinerie. Ich liebe kompakte Bauweise. Ich hasse Chats. Ich hasse Chef. Gut, anderes Spiel. Komm, dann machen wir doch gleich hier den Bestellungsleser auch noch. Der soll Bestellung für einfache Hotdogs annehmen und soll... Nein, nicht das, sondern das. An irgendeine Cartoon-Serie erinnert mich dieses... Was war denn das? Was war denn das für ein Comic? Oder war das eine normale Serie? Oh, Mensch. Bräuchte ich jetzt dumm. Was ist das für ein Bild in der Kirche? Da steht doch was drauf. Wollen wir mal gucken. Moment. Erstmal das hier. Theoretisch, wenn wir jetzt eh noch Platz haben, wir könnten auch dem Zusammensetzer sagen, es soll nur angehen, wenn eine Bestellung aussteht. So, da ist was. Das ist der Mitarbeiter des Monats. Unser allseits geschätzter Zusammensetzer. Ja, was würden wir nur ohne ihn tun? Ja, Mensch, genau. Wir sind ja hier. Knallhartes Business. Und das knallharte Business sagt, wir brauchen 4 Spender für diesen blöden Doppelburger. Wir brauchen Burger. Mit Ö, Burger. Wir brauchen Käse. Wir brauchen Patties. Und Bacon. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Käsescheiben. Sorry, ich finde die Musik toll. Wieso sage ich eigentlich sorry? Mir doch egal, ich finde die Musik toll. So, Punkt. Ach, das klappt ja so wieder nicht, weil... brauchen ja hier schon wieder 2 smarte... Smarteriche. Das ist alphabetisch sortiert, deswegen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum der knusprige Bacon Strifen nicht direkt unter dem normalen Bacon Strifen ist. Aber der knusprige beginnt halt mit einem K. K wie Kellogg's.
Ja. Gut, machen wir es andersrum. Der liefert es auch geradeaus. Und dann haben wir hier noch einen simplen, der das nach links packt. Und dann haben wir hier irgendwo unseren Zusammensetzer. Jetzt machen wir gleich mal einen kleinen Trick. Simpler Roboterarm. So, hier Move. Alles. Hä? Okay, pass mal auf, dann machen wir das so. Nochmal Move. So geht's leider nicht. Schade. Doch, so geht's. Machen wir hier noch ein Fließband hin. Dann sagen wir dem, er soll es nach links packen. So, Schleichwerbung. Jetzt ist Herr T-Reich. Erstens mal glaube ich nicht, dass Kellogg's je irgendwie schon mal ich Werbung von Kellogg's im Internet gesehen hätte. Und... Moment kurz, ich muss mich kurz... was brauchen wir hier? Zweimal brauchen wir Käse und zweimal brauchen wir Patties. Ich glaube, so rum war es. Zweimal Patty, zweimal Käse, einmal Bacon und einmal Burger. Burger Lars Dietrich. Kennt ihr noch wer? So, also ich gehe grundsätzlich nicht davon aus, dass irgendwann irgendwer mal als irgendeine Firma an mich herantritt, um Werbung zu machen. Und wenn, ganz ehrlich, nein, habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ich will unabhängig bleiben. Wenn ich hier für irgendwas Werbung mache, dann weil ich von dem Produkt überzeugt bin und gerne dafür Werbung mache, völlig unabhängig, ob ich dafür dann Geld sehe oder nicht. Mich stört übrigens, dass hier bei dem 3D-Modell, dass das hier so eine Kante drin hat, das... Dieser Punkt hier, der müsste weiter rausgezogen sein. Wer macht denn bei denen die 3D-Modelle? Das sieht furchtbar aus. Na egal. So, ich glaube, wir können jetzt mal einen Testlauf starten. Wir haben ordentlich Geld noch in Reserve. Aber mal gucken. Meine Damen und Herren, es wird spannend. Die Wetten sind gesetzt. Wer wird als erste Bestellung eingehen? Ein Hotdog oder ein Doppel-Bacon-Burger? Wir sind gespannt und warten auf die erste Ziehung. Und da ist sie auch schon. Es ist der Doppel-Bacon-Burger geworden. Der DBB. Und da legen auch schon unsere Roboter los. In einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Bis auf den Grill. Der ist dann wieder etwas zu langsam. Unser Assembler wartet noch auf die letzte Zutat, während bereits die nächste Bestellung eines nachfolgenden Doppel-Bacon-Burgers eingeht. Und da ist er auch schon am Start. Das Zusammensetzen ist bereits fast fertig und wir sind soweit. Der erste Doppel-Bacon-Burger kann ausgeliefert werden. Guten Appetit, meine Damen und Herren. Oh, du hast recht, da könnte man noch einsparen. Na egal. Sind wir mal gespannt, ob das in der Endfolge... Ich bin noch so drauf geeicht, dass man da so ein Fließband braucht. Man braucht ja gar keins. Also bisher, meine Damen und Herren, bisher ist das ein eindeutiger Zustand. Jetzt kommt erst die erste Bestellung für einen einfachen Hotdog rein. Aber nichts im Vergleich zum Doppel-Bacon-Burger, der heute eindeutig auf der Nummer 1 der beliebtesten Gerichte hier steht. Anscheinend sind Besucher der Flugshow keine Hotdog-Liebhaber.
Oh, was? Wieso ist es gelb? Ach, das ist wahrscheinlich gelb geworden, weil wir etwas zu lange für die Produktion gebraucht haben. Ja, sorry, kann ich ja nichts dafür. Ja, bei dem Hotdog fehlt alles, das ist nicht cool. Wir haben eine völlig förderbandfreie Produktionsstätte für Hotdogs. Freut mich etwas. Mein innerer Monk, der wahnsinnig auf Kompaktifizierung immer drängt, der ist aus dem Häuschen. Zum Ende des Tages, meine Damen und Herren, hat der Hotdog tatsächlich sein Schattendasein verlassen und nimmt Anlauf auf die Nummer 1 Position. Doch zum Schluss in der Nachspielzeit wird es nochmal einen weiteren Doppel-Bacon-Burger geben. Weil mir fällt gerade ein, wir sind noch gar nicht in der Nachspielzeit, höchstens der ersten Halbzeit, denn wir haben erst 12 Gerichte serviert. Es bleibt spannend, wie es ausgehen wird bei den fertig servierten 20 Gerichten. Wird es eine Gleichverteilung sein oder werden sich die Doppel-Bacon-Burger durchsetzen? Und es scheint mir so, die Doppel-Bacon-Burger sind immer noch unangefochten auf der ersten Position. Ein kurzer Blick in unsere Statistikzentrale verrät, wir haben bereits mehr als die Hälfte der Gerichte gefertigt und sind immer noch bei unter der Hälfte des Energieverbrauchs. Ach so, du meinst die Zutat, keine Gurken, Röstzwiebeln, Ketchup. Ja, deswegen ist es ja ein einfacher Hotdog. Für einen einfachen Hotdog ist es ja durchaus legitim. Aber ich vermute einfach mal, dass wir auch irgendwelche... Oh, so Chili Cheese. Oh, mit so einer Käse-Chili-Soße noch oben drüber. Und dann schön Röstzwiebeln. Ja, genau, Röstzwiebeln. Gut, die Gurken, so klein gehäckselte Gurken, ja. So ein bisschen Sadist bin ich ja schon. Also ich merke, wie mein Magen knurrt, wenn ich über Essen rede. Unser vegetatives Nervensystem scheint da immer noch sehr prähistorisch zu sein. Wir brauchen nur an Essen zu denken und schon haben wir Hunger. Aber gut. Ich halte das aus. So, weil wir es gerade 5 vor 10 haben, ich frage einfach mal ganz frech, falls Sherry noch zuhört oder zuguckt, wie schaut's denn aus? Serviere ich weiter Essen? Was? Mit 95% Effizienz? Das war, glaube ich, der eine Burger, der ein bisschen zu lang gebraucht hat. 2 Stunden sind schon vorbei. Ja, jetzt rechnest du aber ein bisschen zu hoch. Wir haben 1 Stunde 40 gerade auf der Uhr. Es ist schade, dass man... Ich würde gern wissen, wo die 5% verloren gegangen sind. Das sehe ich so aber nicht. Also ich schätze jetzt einfach mal, das lag an diesem einen Burger, der zu lange gebraucht hat. Weil hier stand ja... Die Anzahl rechtzeitig fertiggestellter Gerichte. Und ich glaube, wir haben ein Gericht zu wenig rechtzeitig hergestellt. Habe ich nicht um 8 Uhr angefangen? Ich habe um 8.10 Uhr, glaube ich, angefangen. Ich wollte um 8 Uhr und dann habe ich noch geschaut, wie man OBS einstellen kann, dass man vielleicht direkt in OBS den Chat und so weiter hat. Und habe gelesen, dass das alles doof ist und dass das im Prinzip... Wenn man sich von Stream Elements oder von Streamlabs so ein Add-on runterlädt, dass es auch nichts anderes macht, wie wenn ich Chatty nebenher offen habe. Dann habe ich einfach gedacht, komm, bleib ich dabei. Dann habe ich noch geguckt wegen den blöden Tags. Ob man das nicht im OBS irgendwie einstellen kann, kann man auch nicht. Dann musste ich wieder die blöde Live-Dashboard-Seite von Twitch öffnen, um die blöden Tags einzustellen. Obwohl ich mich frage, ob die Tags überhaupt irgendwas bringen. Und egal. So. Ja, komm, 95% reicht mir.